Herzlich willkommen zum heutigen Chesspresso. Heute werfen wir einen Blick auf die italienische Liga 2010. Dort spielten zwei damals für und heute auch wieder Spanien spielende Supergroßmeister. Alexej Schirov, ursprünglich Lettland, dann Spanien, dann wieder Lettland, inzwischen wieder Spanien gegen Vallejo Pons, einem vielreisenden, auch teilweise kontroversen Großmeister ebenfalls aus Spanien. Ja, die beiden spielten also in der italienischen Liga, wie das im Schach eben so ist. Jeder Großmeister darf in jedem Land, in jeder Liga einmal spielen. Und da trafen die beiden also aufeinander und Alexej Schirov, so kennen wir es natürlich, fand ein großartiges Opfer, das ihm am Ende zum Sieg führte. Doch nicht lange drumherum reden, auf zum Schach, los geht's. Ja, Alexej ist, glaube ich, ein Allesspieler, aber hier wählte er E4 und musste sich gegen Vallejo Pons Berliner Mauer erwehren. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die Berliner Mauer gegen Alexej eine der Varianten ist, die man unbedingt anstreben sollte. Denn Alexej ist, glaube ich, sehr gut darin, sozusagen aus soliden Stellungen heraus dynamische Chancen zu entwickeln. Ich glaube, gegen Alexej braucht man immer ein bisschen Gegenspiel, um ihn auch selber in der Verteidigung zu beschäftigen. Und dazu ist die Berliner Mauer natürlich nicht geeignet. Die beiden spielten hier die Hauptvariante runter, diesen Damentausch. Inzwischen gibt es ja auch einige andere interessante alternative Abzweigungen. Hier war es aber sozusagen die Hauptvariante, die gespielt wurde. Springer C3, H6, H3, soweit alles so bekannt. Läufer E6. G4, Läufer E6 gilt heutzutage aus meiner Sicht schon als etwas ungenau, aber ich muss gleichzeitig dazu sagen, dass ich nun in der Berliner Mauer keinesfalls ein Experte bin. Wenn ihr zum Experten in der Berliner Mauer allerdings werden wollt, dann empfehle ich euch den Kurs von Arkadi Neidic. Der hat nämlich einen richtig tollen Kurs, ausführlich, wirklich auf GM-Niveau zur Berliner Mauer gemacht, den ich euch nur ans Herz legen kann. Der hat da alle Varianten abgedeckt und nicht nur den Theorieteil natürlich richtig gut gemacht, sondern er erklärt vor allem im Detail die Pläne, die man kennen muss, um mit der Berliner Mauer erfolgreich zu sein. Springer E7, der wird dorthin zurückgedrängt und Springer D4 wirft ein Auge auf den Läufer auf E6 und bereitet natürlich auch den Zug F4 vor, natürlich auch mal mit der Idee F5 zu einem späteren Zeitpunkt zu spielen. Es kam Läufer D7, also prophylaktisch zurück. Da haben wir es F4, Springer D5 und da sagt Schwarz natürlich in der Regel nicht nein, wenn er die Chance hat, auch mal ein Figurenpaar zu tauschen. Aus dem ganz profanen Grund, dass sozusagen er ein bisschen weniger Raum hat und deswegen jeder Abtausch ihm grundsätzlich zugutekommt. Springer schlägt D5, C schlägt D5, F5. Und Alexej ist dem das hier eingegangen, die Figuren zu tauschen, weil er einfach gesehen hat, im Gegenzug bekommt er hier eine richtige Masse im Zentrum und schiebt seine Bauern da so ein bisschen nach vorne. Bauer C5 greift den Springer auf D4 an, der muss natürlich zurück. Und jetzt der sehr interessante Zug G5. Ein bisschen gewagt vielleicht, stärker wäre hier gewesen, sowas zu spielen wie D4, auch mal mit der Idee Läufer C6 zu spielen, König C7, damit die Türme eines Tages mal verbunden sind. Aber G5 hat natürlich den Plan, die weißen Figuren ein bisschen einzuschränken. F schlägt G kam in der Partie und Springer H4. Also Alexej versucht das hier konkret zu lösen mit der Idee, hier gegen den G6 zu spielen. Und natürlich sollte hier G5 kommen, sowas wie Springer G6 gewinnt bereits eine Figur. Und damit ist Schwarz gezwungen, sich passiv aufzustellen. Ich vermute, Alexej hatte das ja alles schon gesehen, nachdem G5 kam, was er jetzt machen wollte. Und er fand jetzt hier auch den richtigen Zug. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne selber mal rein in die Stellung, was hier die korrekte Fortsetzung wäre. Haltet dazu einfach kurz das Video an, denkt ein bisschen nach und dann lasst das Video weiter abspielen. Der Zug, der hier in der Partie kam, war der Zug Turm schlägt F8. Ein fantastisches Qualitätsopfer. Die Idee ist es, dass man für die Qualität noch einen Bauern bekommt und gleichzeitig einen sehr gefährlichen Freibauern auf E5 hat, eine super stabile Stellung nach einem Manöver wie Läufer G5, Läufer F6 zum Beispiel. Und es gibt eigentlich auch nur eine offene Linie, das ist die F-Linie. Und bis sich Schwarz dort so koordiniert, dass er da beide Türme draufstehen hat und damit die beiden Türme
auch in die Waagschale werfen kann. Da wird einige Zeit vergehen. Turm G8, Bauer E6, ein ganz wichtiger Zug, denn man möchte möglichst verhindern, dass der König nach E6 kommt. Wir schauen uns die Stellung vorher nochmal an. Wenn man jetzt, sagen wir mal, Turm E1 macht, König E7, ich mache jetzt nochmal einen schlechten Zug wie König G2 und jetzt bekommt man es hin, dass der König auf E6 steht, ist das eine überraschend gute Blockadefigur. Nach Springer F3, um Springer G5 zu spielen, kann man vielleicht sogar sich überlegen, D4 zu spielen mit der Idee, nach Springer G5 sowas wie König D5 zu machen, auch wenn der König auf E7 ebenfalls recht sicher stehen würde. Also, deswegen kommt jetzt hier direkt E6, will dem König dieses wichtige Feld wegnehmen, D4 kommt trotzdem, Turm E1 droht bereits hier mit E7 richtig Stress zu machen. Das ignorierte Schwarz erstmal und spielte Läufer C6, was ich auch einen sehr, sehr guten Zug finde, denn dieser Läufer auf C6 steht dort natürlich sehr gut hier auf der langen Diagonale, nimmt auch dem Springer mal das Feld F3 weg. Der Bauer hier macht auch ganze Arbeit, dem Springer weitere Felder wegzunehmen. Aber man muss natürlich gleichzeitig trotzdem sagen, so richtig viele Felder haben die schwarzen Figuren auch nicht. Wo will der Turm von A8 sich irgendwann mal hinentwickeln? Was macht der Turm auf G8? Alles nicht so einfach und Weiß entscheidet sich entsprechend einfach dafür, sich hier weiterzuentwickeln. König E7, Läufer F4, Schach, König D6. Er muss nach vorne gehen, damit die Türme verbunden bleiben. Man kann es sich hier nicht leisten, sowas zu spielen wie König F8. Da kommt nämlich einfach König G3 und alles steht super solide und alles ist in petto bei Weiß und Weiß kann einfach in Ruhe weitermachen. Also König D6 aktiv spielen, an den Bauern auf E6 dranbleiben, die Türme verbunden lassen. Läufer F4, Schach, König E7, Läufer G5, Schach, König D6. Daran sieht man schon, dass Vallejo wahrscheinlich hier sehr froh gewesen wäre, mit Schwarz ein Remis zu bekommen. Und Alexey hat einfach hier sehr, sehr starke psychologische Wirkung entfaltet, indem er sagt, ja, na, willst du Remis, aber dann seine Dominanz zeigt, indem er sagt, ich will aber keinen Remis. Bauer E7, noch einen Schritt weiter nach vorne, König D7, König G3. Und ja, Weiß steht einfach klar besser, weil er diesen sehr, sehr starken und gut gedeckten Bauern auf E7 hat. Er hat zusätzlich noch Druck gegen den Punkt auf G6. Also sehr schwer, das hier alles für Schwarz zu verteidigen. Turm AC8 ist kein schlechter Versuch, denn natürlich wird Schwarz irgendwann versuchen, hier vielleicht auch mal seine eigenen Trümpfe mit nach vorne zu pushen. König F4, Läufer D5, B3, ein sehr guter Zug, ja, schränkt den Läufer ein. Turm C6, auch ein guter Zug. Er möchte nämlich hier natürlich, dass der Turm, der bisher sehr, sehr schlecht stand auf A8, auch mit eine Rolle spielt. Turm E5 greift den Läufer an, Läufer F7 und Springer F3. Der Springer auf H4 hat lange Zeit genug schlecht gestanden. Jetzt soll er aktiviert werden. Auf F3 steht er schon mal gut, aber wer weiß, wenn der Turm hier zum Beispiel wegzieht, dann wird natürlich auch irgendwann mal vielleicht das Feld E5 für den Springer sehr attraktiv. Im Moment könnte der Springer nach E5 gehen, würde es ja bereits eine Qualität gewinnen. Turm C8, H4 und da sehen wir den nächsten Trumpf, der Bauer, nämlich der H-Bauer. Der könnte über H5 mal ein weiterer Freibauer werden, genau wie es jetzt hier geschehen sollte. Und hier steht Weiß jetzt bereits klar besser, denn ja, das ist nächstes Problem für Schwarz. Wie halten wir hier eigentlich diesen H-Bauer auf? Er hat es versucht mit den eigenen Stärken, aber die eigenen Stärken sind halt nicht stark genug. B5, C4, das alles ganz logisch, aber es reicht halt einfach nicht aus. Nach Springer F3 wurde hier noch D3 versucht, H7 droht schon H8 mit Umwandlung in die Dame. König F7 deshalb, damit der Turm von C8 das Feld H8 überdeckt. E8 Dame Schach, richtig, richtig starker Zug, denn das ist jetzt Hinlenkung und Ablenkung in den schönsten Formen und Farben. Würde der Turm jetzt hier rausnehmen, kommt Springer E5. Und hier würde einer hängen und wenn der König rausnimmt, dann ist natürlich der Bauer durch und wird zur Dame mit Schach sogar. Turm schlägt E8, Springer E5, König G7. Jetzt noch ein Zwischenzug, den H7 wollen wir natürlich nicht abgeben. Läufer F7, Turm schlägt F7, auch sehr, sehr schön. Wird also sehr, sehr lange der Turm auf C6 verschmäht. Bis jetzt Springer schlägt C6, Turm E6, Springer D4 und Aufgabe. Eine richtig starke Partie von Alexej Schirow, die damit begann, dass er an dieser Stelle hier mit Turm schlägt F8 ein objektiv gutes und praktisch fantastisches Qualitätsopfer fand. Ich hoffe, dieser Chesspresso hat euch gut gefallen. Schaut euch gerne auf chessemi.com um und dann sehen wir uns beim nächsten Chesspresso oder bei anderer Gelegenheit sicher bald wieder. Bis denn!